Servus Leute und willkommen zum nächsten Tutorial. Heute geht es um den Killer Joe. Der Killer Joe ist eine Mob-Kill-Maschine, die zusätzlich auch die Experience herausbekommt und ist dementsprechend für eine Level-Farm ganz interessant. Wir bauen kurz einmal das Konstrukt des Level Joes und ich zeige euch ganz schnell, wie das Ganze funktioniert. Für den Level Joe brauchen wir, um ihn anzutreiben, eine sogenannte VAT, weil der Level Joe läuft mit Nutrition Tank. Das stellen wir in einer VAT her. So. Die stellen wir einfach mal dahin. Wir klauen uns kurz mal Energie. So, die VAT hat auf einer Seite, das muss ich gerade mal hier, das war Copy-Paste, braucht Energie, auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Seite kommt irgendeine Flüssigkeit raus, je nachdem, was man hier oben reingibt. Es gibt einen gewissen Multiplikationsfaktor, je nachdem, was man hier reinnimmt, kann man also bessere Werte erzielen. Das Ganze läuft dann also schneller. So, wir holen uns einmal Water. Hier auf die Seite, so, das Wasser kommt von der Electrical Pump, ist aus dem letzten Tutorial, könnt ihr euch dort angucken. So, die beste Kombination, die ihr machen könnt, ist Zombie Head und Fermented Spider. Fermented Spider craftet sich sehr einfach. So, gehen wir da rein, jetzt fängt er an, sich hier aufzuheizen und stellt im Prinzip jetzt diese Nutrient Distillation her. So, damit das ein bisschen länger läuft, kann man das auch wahrscheinlich übers AE-System machen oder ganz easy über Hopper, indem man dann einfach hier das Zombie-Kram und so weiter reingibt und das dann einfach durchlaufen lässt. Demnach kommt hier alles Mögliche rein. So, wir können hier noch den Input stellen, dann stellen wir hier auf der Seite steht der Output, hier oben stellen wir auch nochmal den Input, dann ist alles wunderbar. So. Hier holen wir uns also dieses Nutrient-Zeug raus und der Killer Joe braucht tatsächlich nur dieses Nutrient, um zu arbeiten. So, wir stellen den jetzt einfach mal hier hin. So, der ist jetzt hier schon voll, weil ich den per Copy-Paste geholt habe. Theoretisch saugt der sich jetzt hier voll und der braucht sonst keine Energie. Der braucht aber ein Schwert und das verbraucht sich auch, deswegen empfehle ich, auch ein Hopper drauf oder irgendwas anderes, was hier Schwerter nachproduziert. Weil wenn ich jetzt hier rausnehme, kommt das nächste rein und so weiter und so fort. So, dann alles, was vor dem Joe steht, wird angegriffen. Auch Player, wenn sie nicht gerade im Dings sind, wie ich jetzt. So, im Game Mode 1. So, wir bauen ihm also jetzt eine kleine Kuppel, wo er gleich killen kann. So, also ich mache das jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Ihr könnt jetzt da im Prinzip jeden Autospawner reinsetzen, den ihr kennt. Oder Cursed Earth, wie ich es da drüben habe. Und mit Varianten, wie auch immer. Das ist alles relativ egal. Alles, was jetzt hier vor ihn läuft, wird er jetzt killen. So, dann spawnen wir mal ein paar Zombies. Ja, die brennen jetzt auch. Midnight. So, ihr seht jetzt, dass er hier fightet und die Mobs einen nach dem anderen killt, solange er Nutrient hat. Das ist wichtig. Und auf der anderen Seite generiert er die Level. Er bekommt jetzt hier die Level peu à peu rein. Das Einzige, was er nicht holt, sind die Items. Ja, das heißt, die Items verliert ihr mit dem Killer Joe. Da müsstet ihr zum Beispiel mit einem Vacuum-Hopper oder sowas arbeiten. Aber zumindest den Großteil der Experience sammelt das Teil auf. Ja. Jetzt können wir uns überlegen, was wir machen, um die Experience zu bekommen. Ich benutze dafür einen Experience-Obelisk. Der hat jetzt hier 25 Levels. Und dem geben wir jetzt einfach ein Fluid-Conduit vom Killer Joe. Geben wir rüber in diesen Obelisken. Wir setzen den Obelisken hier auf Pull. Dann zieht er das hier rein. Die Geschichte sagen wir, das ist Insert. Und hier auf der Seite sagen wir, das ist Extract und es ist Always Active. Dann seht ihr schon, dass das Fluid XP hier rüberläuft und hier die Levels rüberwandern. Und das ist im Prinzip das ganze Geheimnis.
wie man eine Levelfarm bekommt. Mit dem Zoe-Killer. Wie gesagt, Items nimmt er nicht und er verbraucht halt auch das Schwert. Das ist wichtig zu wissen. Ja, also das Schwert wird verbraucht, aber mit einem Hopper hat man da eine schöne Art. Und hier drüben, jetzt nicht ganz funktional, weil zu hell, gibt es halt die Variante zum Beispiel mit Cursed Earth, die man verwenden kann, um eben dann ja, Experience zu bekommen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für den Zoe-Killer, der gute Arbeit verrichtet und tatsächlich ein sehr nützliches Tool ist. Ja, das war das Tutorial. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche. Ja, schaut bei den anderen Tutorials rein und ja, bis dahin, Servus, Leute! Gum, gum, gum.